Alarmschnur? Für die Scheintoten. Nicht deppert lachen. Sag ja nicht, dass das oft vorkommt. Also, mir ist noch keiner rausgekommen. Aber es hat einmal einen gegeben. Draußen in Floridsdorf. Harald Kramer oder Kassen. Harald Kramer? Ja, Harald Kramer. Beim Harald hätte es normaler nicht laufen können. Hübsches Häusl am Start und sicherer Job als Leiter der Abteilung Schadensregulierung vor bis Z. Aber manchmal in der Nacht, da hat er was nicht schlafen lassen. Das war so dieser letzte Rest Rebellion. Eins hat nur funktioniert. Er hat hören können. Oder sagen wir besser so, er hat hören müssen. Du, die Geschichte vom Harald ist aber noch nicht aus. Jetzt kommt es nämlich erst zur Trauerzeremonie. Hat er dir wenigstens was hinterlassen, der Herr Kramer? Na, wie bitte? Der Harald liegt noch nicht mal unter der Erde. Du redest schon über... Harald war kein Mann der Kirchen. Und deshalb ist es sicher in seinem Sinn, wenn ich diese Trauerzeremonie leite. Du wirst sehen, wenn wir erst in Indien sind und das Feuer der tantrischen Lust unsere Seelen gereinigt hat, wird es dir besser gehen. Ist das Ding etwa noch an? Du bist doch wirklich... Er muss doch aufgewacht sein, weil sonst hätte er keiner die Geschichte erzählen können. Zuhören, Bursche. Eins kann ich dir sagen, der Harald war nie mehr derselbe. Auf die Familie hat er geschissen. Naja, war dann eher ein paar Wochen in der Klapse.